Hallo, willkommen bei Mamani, Finanzen kann jeder. Es ist mal wieder soweit, eine neue Aktie kommt in die Analyse. Yeah! Gestern hatten wir ja den Peer-Group-Vergleich im Medizintechnikbereich gemacht und es gab dort einen ganz klaren Sieger. Medtronic konnte sich deutlich gegen die harte Konkurrenz durchsetzen. Schlecht sahen die anderen Unternehmen wie Stryker Corporation, Siemens, Healthineers oder Becton Dickinson auch nicht aus. Vor allem muss man natürlich das harte Corona-Jahr für die Branche mit einberechnen. Daher werde ich mir irgendwann mal die anderen Unternehmen auch in aller Ruhe mal ansehen und über eine Analyse bewerten. Heute hat es aber Medtronic verdient, in die Analyse zu kommen. Das ist halt der Lohn, wenn man im Peer-Group-Vergleich gewinnt. Ich bin jetzt selber auch neugierig geworden, wie gut das Unternehmen wirklich ist. Also schaue ich mir Medtronic heute mal ganz genau an. Mal sehen, wie das Unternehmen abschneidet und eventuell ist ja die Aktie was für mein Depot. Am Ende des Videos werden wir es wissen. So, dann fangen wir mal an. Viel Spaß mit der Analyse. So, rechts von mir seht ihr jetzt das Datenblatt für die Punkteverteilung in den einzelnen Bereichen. Hier trage ich meine Bewertung in die einzelnen Kategorien ein. Wie ich auf die Punkte komme, erkläre ich natürlich. Das Tool, um eine rationale Kaufentscheidung zu treffen, kommt wie immer zum Zuge, genauso wie die Berechnung. Am Ende der Analyse werde ich das Ergebnis selbstverständlich zeigen. So, kommen wir nun zum Unternehmen. Medtronic Corporation gehört zu den weltweiten Marktführern im Bereich der Medizintechnik. Die Gesellschaft konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für den Einsatz in der Kardiologie, Kardiochirurgie, HNO-Chirurgie, Diabetologie, Neurologie, Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Anästhesie, Gastroenterologie, Urologie, Orthopädie und Notfallmedizin. Die Aktivitäten von Medtronic gliedern sich in die vier Bereiche Herz- und Gefäßerkrankung, minimale intensive Therapien, restaurative Therapien sowie Diabetes. Der Bereich Herz- und Gefäßerkrankung ist der umsatzstärkste des Unternehmens. Darunter sind alle Aktivitäten zusammengefasst, die sich mit Therapiemöglichkeiten für Herz- und Gefäßerkrankung befassen. Zum Produktangebot zählen unter anderem Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Bioprothesen für Herzklappen und Stabilisierungssysteme für Herzoperationen. Hinzu kommen Insulinpumpen oder Gerätschaften zur Blutzuckerkontrolle. Außerdem haben sie spezielle Artikel für die Behandlung von Wirbelkörperbrüchen, verschiedene Bildgebungssysteme, tiefe Hirnstimulation, Neuromodulation bei chronischen Schmerzen, Neuromonitoring-Systeme, Neuroendoskope oder Hochgeschwindigkeitsbohr- und Frässysteme für Neurochirurgen und so weiter. Also ich könnte hier noch so einiges auflisten, aber das sollte erst einmal reichen. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern vertrieben. Medtronic hat gut 90.000 Mitarbeiter und machen einen Jahresumsatz von gut 30 Milliarden Dollar. Nur mal so, um die Größenordnung kennenzulernen. Fangen wir dann mal mit der Analyse an. Als erstes der Chart. Ich blende diesmal kurz ein. Was soll man sagen? Der langjährige Chart sieht sehr gut aus. Seit Jahren sehen wir einen stabilen Aufwärtstrend. Nach dem Vor-Corona-Hoch bei gut 110 Euro fiel die Aktie bis auf 68 Euro. Im Anschluss nahm die Aktie wieder Fahrt auf und es bildete sich ein mittelfristiger, noch steilerer Aufwärtstrend. Nach dem August 2021 Hoch bei gut 115 Euro konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau. Dabei wurde der mittelfristige Aufwärtstrend nun nach unten durchlaufen. Der Aufwärtstrend ist immer noch aktiv, aber er muss jetzt einen neuen Bestätigungspunkt sich suchen. Da wir in einem mehrjährigen Aufwärtstrend uns befinden, momentan auf hohem Niveau konsolidieren und dabei den mittelfristigen Aufwärtstrend durchlaufen haben, kann ich für das Chartbild 8 Punkte vergeben. Der kürzere Chart sieht nicht viel schlechter aus. Wir befinden uns zwar auf einem Niveau, das wir vor gut eineinhalb Jahren schon gesehen haben, aber auch seit dem Corona-Tief im März 2020 in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Dieser wurde, wie vorhin schon erwähnt, durch die momentan laufende Konsolidierung nach unten durchlaufen. Der kurzfristige Abwärtstrend ist momentan voll aktiv, denn er bildet immer wieder tiefere Hochs und Tiefs aus. Da wir uns in einem mittelfristigen Aufwärtstrend und in einem aktiven kurzfristigen Abwärtstrend befinden, der Kurs momentan ein Niveau hat wie vor anderthalb Jahren, kann ich für das Chartbild 7 Punkte vergeben. Nun zu dem Bollinger Band, das eher für die kurzfristige Betrachtung interessant ist. Das Bollinger Band wird aktuell etwas breiter, die Volatilität steigt. Der Kurs bewegt sich momentan von der 20er Tageslinie weg und berührt momentan das untere Band. Das sieht nach einem Verkaufssignal aus und daher kann ich hier nur einen Punkt vergeben, da der Kurs das Band noch nicht nach unten durchlaufen hat. Als nächstes die Stochastik. Die Stochastik sieht etwas besser aus. Der Kurs ist durch den Abverkauf der letzten Tage an dem Rand des Bandes gelaufen. Es hat diesen aber noch nicht nach unten durchschritten. Noch prallt er am Randbereich ab.
Das sieht nach einem leicht überverkauften Markt aus und daher kann ich hier 7 Punkte vergeben. Kommen wir zu den externen Firmenbewertungen. Hier haben wir den Piotrowski-Wert, der liegt bei 5 von 9 Punkten. Der Wert bestimmt die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Da der Wert über 5 liegt, kann ich hier für jeden gültigen Scorepunkt, also in dem Fall 1 mal 2, gleich 2 Punkte vergeben. Beim Moody's Analytics Risk Score gibt es 10 von 10 Punkten. Der Wert bietet eine auf ein Jahr in die Zukunft gerichtete Messgröße des Kreditrisikos. Bei der Risikochancebewertung erhält das Unternehmen 2 von 5 Punkten. Da ich hier den Wert mal 2 nehme, vergebe ich 4 Punkte. Jetzt kommen wir zur Fachabteilung Vorhersage. Die nehme ich auch mit auf, da sich die Analysten viel intensiver mit dem Unternehmen beschäftigen wie jeder Privatanleger. Was sagen die Analysten zu Medtronic? Ja, 20 sagen kaufen, 4 sagen übergewichten, 5 sagen halten und keiner sagt untergewichten oder verkaufen. Daraus berechne ich einen Durchschnittswert von 4,5 von 5 Punkten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 125,44 Euro. Dabei reicht die Spanne von 111,17 Euro bis 133,57 Euro. Nimmt man den aktuellen Kurs und schaut nach der Differenz zum durchschnittlichen Kursziel, so liegt dieser bei 21,54 Euro. Das wäre ein Aufwärtspotenzial von 20,73%. Dafür vergebe ich 10 Punkte. Nun kommen wir zur Aktienanzahl. Hier sieht man, ob sich zukünftige Gewinne auf mehr oder weniger Aktien verteilen. Die Aktienanzahl ist bis 2019 jedes Jahr leicht gesunken. Dann ist diese 2020 gleich geblieben. 2021 konnte man außerdem einen leichten Anstieg sehen. Das ist natürlich nicht schön, aber auch nicht wirklich schlimm, denn die Steigerung bzw. Zunahme lag gerade einmal bei 0,3%. Immerhin haben wir gut 1,75% weniger Aktien wie vor 4 Jahren und somit kann ich hier 6 Punkte vergeben. So, jetzt kommen wir zur Bilanz. Hier vergebe ich einzelne Punkte, die dann in den Bereich Bilanz der Aktie im dunkelgelben Kästchen automatisch zusammengezählt werden. Fangen wir mit dem Umsatz an. Bis zum Corona-Jahr sah der Umsatz okay aus. Jedes Jahr wurde dieser leicht gesteigert. 2020 wurde dann ein ordentlicher Rückgang vermeldet, der aber normal für die Branche war. Investitionen wurden halt bei der Medizintechnik zurückgehalten. Man kann das aber als Ausnahmejahr ansehen, denn schon 2021 wurde der Umsatz wieder auf über 30 Milliarden Dollar gesteigert. Ich vergebe hier mal gnädigerweise den Punkt, da ich die Schätzung schon kenne und das Jahr 2020 ja, als Ausnahmejahr einzuordnen weiß. So, dann kommen wir zum KUV. Das KUV liegt bei gut 5,85. Ah, das ist mir ein wenig zu hoch. Wir haben gestern ja auch im Peer Group Vergleich gesehen, dass es auch Firmen gibt, die hier ganz andere Zahlen aufweisen. Also ich vergebe hier mal keinen Punkt. Schauen wir uns lieber die Gewinne an. Die EBITDA-Gewinne schwanken recht stark. Mal 8,5, dann 7,8, dann wieder 8,5 und wieder zurück auf 7,6 Milliarden. 2021, ja, dann nur 6,88 Milliarden Dollar EBITDA-Gewinn. Normalerweise würde ich hierfür keinen Punkt vergeben. Ich mache hier mal eine Ausnahme, da ich weiß, dass vieles an Corona lag. Und da wir bei Medtronic eine Marge von gut 26,8% haben und dieses Jahr wieder steigende Umsätze sehen werden, ja, kann man davon ausgehen, dass die Geschäfte jetzt wieder besser laufen und dementsprechend auch mehrere Gewinne anfallen. Also ich vergebe hier trotz der schwankenden Gewinne und dem tieferen Stand wie vor einem Jahr oder beziehungsweise in den Jahren vor Corona einen Gnadenpunkt, da ich wirklich das Corona-Jahr als Einmaleffekt ansehe. Dann kommen wir zum KGV. Das KGV liegt bei gut 22,4. Das geht bei so einem soliden Unternehmen noch in Ordnung. Vor allem, da es im Vergleich zu den anderen Branchenvertretern noch einen sehr niedrigen KGV-Wert aufweist. Also ich vergebe hier den Punkt. Dann schauen wir uns die liquiden Mittel an. Die liquiden Mittel beliefen sich Ende letzten Jahres auf 3,6 Milliarden Dollar. Das ist ein Betrag, der voll in Ordnung geht für so ein Unternehmen und daher kann ich hier locker den Punkt vergeben. Ja, dann kommen wir zur Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote liegt bei 55,6%. Das ist ein sehr guter Wert und daher kann ich hier einen fetten Punkt vergeben. Übrigens war die Eigenkapitalquote von Medtronic gestern im Vergleich der absolut beste Wert gewesen. Nur so als Hinweis. So, was machen die Schulden? Die Schulden schwanken etwas. 2017 bis 2019 nahmen die Schulden sehr schön ab. Dann wurde der Schuldenberg 2020 und 2021 wieder erhöht. Tja, da wir aber immer noch weitaus weniger Schulden wie 2017 haben und nur in den Jahren, wo Corona ein Thema war, den Zuwachs sehen, vergebe ich hier einen klitzekleinen Punkt. So, dann schauen wir uns jetzt den Nettoverschuldungsgrad an. Der Nettoverschuldungsgrad liegt bei gut 4,1. Das ist ein guter Wert, denn das Unternehmen könnte seine kompletten Schulden in knapp 4 Jahren mit seinem EBITDA-Gewinn zurückzahlen. Das mag ich und daher gibt es einen dicken, fetten
Punkt von mir. So, dann kommen wir zu einem Thema, was viele Aktionäre als sehr wichtig ansehen, nämlich die Dividende. Ja, und was wir hier sehen, das mag ich. Jedes Jahr wird die Dividende erhöht. Auch bei der Dividendenrendite kann man eigentlich ganz zufrieden sein. Vom heutigen Kurs aus gesehen liegt diese bei gut 1,9%. Das ist ein Wert, mit dem ich sehr gut leben kann und daher vergebe ich einen weiteren wunderschönen Punkt. Ja, kommen wir zum Free Cashflow. Na, vorher natürlich die Ausschüttungssumme. Die Ausschüttungssumme liegt bei 3,1 Milliarden Dollar. Kein Problem für das Unternehmen, denn das Free Cashflow liegt bei gut 5,6 Milliarden Dollar. Und somit kann die Dividende locker aus den freien Mitteln bezahlt werden. Das finde ich gut und daher gibt es wieder einen Punkt von mir. So, damit wäre die Bilanz zu Ende. Schauen wir mal, wie viele Punkte wir ansammeln konnten. Wir haben 9 Punkte erreicht. Wir schauen uns jetzt die Schätzung an, denn als Aktionäre schauen wir lieber in die Zukunft wie in die Vergangenheit. Ist ja für uns auch interessanter. Als erstes der Umsatz. Die vermuteten Umsätze sollen laut Schätzung ordentlich steigen. In diesem Geschäftsjahr wird ein Umsatz wohl auf gut 32,99 Milliarden Dollar geschätzt. Beziehungsweise der wird auf 32,99 Milliarden Dollar zulegen. Tja, das soll dann jedes Jahr so weitergehen. Jedes Jahr soll der Umsatz dann um gut 2 Milliarden Dollar anwachsen. Sodass wir 2025 bei gut 39,1 Milliarden Dollar liegen. Sollte das so eintreffen, dann wäre das erstklassig und dann hätten wir auch ordentliche Steigerungszahlen. Naja, und daher kann ich hier locker beide Punkte vergeben. Schauen wir uns die Gewinne an. Es wird geschätzt, dass die Gewinne ebenfalls zulegen sollen. Dieses Jahr wird der EBITDA-Gewinn wohl bei 10,05 Milliarden Dollar liegen. Nach einer leichten Steigerung auf 10,9 Milliarden soll er dann 2024 auf satte 12 Milliarden zulegen. Das finde ich gut, von der Höhe, aber auch von der Steigerungsrate. Und daher kann ich hier wieder beide Punkte vergeben. Was macht das KGV? Das erwartete KGV soll angeblich mit den steigenden Gewinnen naturgemäß fallen. In 2 Jahren könnten wir bei gut 18,7 liegen. Das wäre ein Top-Wert und daher vergebe ich hier wieder beide Punkte. Ja, dann kommen wir zur Dividende. Es wird vermutet, dass die Dividende weiter jedes Jahr steigt. In 2 Jahren soll die Dividendenrendite vom heutigen Kurs aus gesehen bei gut 2% liegen. Das mag ich und daher gibt es wieder beide Punkte. Das geschätzte Free Cashflow soll ebenfalls weiter zulegen. Dieses Geschäftsjahr soll das Free Cashflow bei 5,6 Milliarden Dollar liegen. In 2 Jahren dann bei 8,4 Milliarden Dollar. Das ist erstklassig und natürlich reicht die Höhe locker aus, um die Dividende aus den freien Mitteln zu bezahlen. Dafür gibt es wieder 2 dicke, fette Punkte von mir. Auch hier wollen wir mal schnell schauen, wie viele Punkte wir einsammeln konnten. Wir haben 10 Punkte erreicht. Mehr geht nicht. So, kommen wir nun zu den News. Hier interessieren mich vor allem die Nachrichten der letzten Wochen. Alles, was davor liegt, ist zwar interessant, um sich ein Bild über das Unternehmen zu machen, allerdings sind diese dann schon lange in den Kursen eingepreist. Daher betrachte ich eher kürzere Zeiträume. Also, wir haben hier mehrere News. Zum einen, TGA verklagt Biotech Medtronic vor Gericht. Die Arzneimittelbehörde hat gegen den Gesundheitsriesen Medtronic vor einem Bundesgericht Klage erhoben und behauptet, er habe Tausende von Knochentransplantationskits ohne Genehmigung an australische Krankenhäuser verkauft. Das ist natürlich keine gute News. Dann haben wir noch eine weitere, nämlich Medtronic sieht Geschäftserholung trotz Volumendruck. Na gut, damit kann ich leben. Was haben wir noch? Medtronic ist in Gesprächen über einen 300 Millionen US-Dollar Zukauf. Der US-Medizingeräteriese Medtronic ist laut dieser News in Gesprächen über die Übernahme eines israelischen Entwicklers von Insulinpumpen. Der Unternehmenswert soll wohl bei 300 Millionen US-Dollar liegen. Zukäufe finde ich gut. So, was haben wir noch? Medtronic erhält die CE-Kennzeichnung für einen radialen Arterienzugang. Gut, kann man immer gebrauchen. Und als letztes haben wir dann noch eine News, dass eine Studie jetzt wohl länger andauern soll wie geplant. Das ist natürlich dann wieder weniger gut, weil man natürlich da gehofft hat, dass schneller die Sache abgeschlossen ist und endlich Geld damit verdient werden kann. Naja gut, also wir haben schlechte, aber auch gute News, die insgesamt leicht überwiegen. Und daher vergebe ich hier 6 Punkte. Kommen wir nun zu den Insider-Trades. Die Insider-Trades sehen nicht ganz so gut aus. Wir haben 2021 gut 13 Verkäufe gesehen, teilweise über Millionenbeträge. 2020 waren es dann 11 Verkäufe, aber auch 2 Käufe. Und diese Käufe waren in mittleren bis hohen 6-stelligen Beträgen. Also das wiegt natürlich nicht die Verkäufe auf, aber es ist zumindest ein positives Zeichen. Daher vergebe ich hier 3 Punkte.
Kommen wir nun zum Fear and Greed Index. Na, dieser Index findet weltweit eine große Beachtung, natürlich auch bei mir, und gibt einen Überblick über die aktuell vorherrschenden Emotionen am Markt. Der Wert steigt immer weiter und er liegt jetzt bei 62. Und daher berechne ich 4 Punkte. Ja, wir befinden uns aktuell in einem Bereich, wo er zur Zurückhaltung geraten wird. So, dann kommen wir noch zum Währungsrisiko. Also, bei dem Unternehmen muss man natürlich den US-Dollar berücksichtigen. Man kann bei der Währung bis zu 10% an Schwankungsbreite einrechnen. Aktuell befinden wir uns an der Unterseite einer gut einjährigen Seitwärtsbewegung. Daher vergebe ich hier 6 Punkte. So, kommen wir zu meiner Meinung. Also ich finde Medtronic nicht schlecht. Klar haben sie während Corona gelitten, wie fast alle aus der Branche. Aber das ist ja kein Dauerzustand. Die zurückhaltenden Investitionen werden nachgeholt werden und davon wird der Konzern in den nächsten Jahren profitieren. Die Schätzungen bestätigen meine Annahme. Mir gefällt vor allem dann noch, dass sie sehr, sehr breit aufgestellt sind. Sie spielen in so vielen Bereichen der Medizin eine große Rolle und sind weltweit einer der ganz großen Player auf dem Markt. Solche Giganten mag ich. Hinzu kommt der Gesundheitssektor. Bei einer stetig steigenden Weltbevölkerung und einem immer besser werdenden Gesundheitssystem wird die Branche gute Zukunftsaussichten haben. Während Corona haben wir ja gesehen, wie wichtig dieser Bereich für die Menschheit ist. Das wird garantiert nicht nachlassen und ja, wenn ich in ein Unternehmen aus der Branche investiere, dann am liebsten in einen Big Player und das ist Medtronic auf jeden Fall. Was mag ich noch? Na, das über die Jahre stabile Geschäft. Es ist zwar keine riesige Steigerung in der Vergangenheit zu sehen gewesen, aber der Umsatz konnte auf einem hohen Level gehalten und leicht gesteigert werden. Und die Gewinne sind bis auf das Corona-Jahr stabil mit einer hohen Marge vorhanden. Sehr vielversprechend sehen die Schätzungen aus, denn in den nächsten Jahren sollen der Umsatz und die Gewinne um einiges stärker wachsen wie in der Vergangenheit. Das sehen die Analysten genauso, denn sie meisten sagen kaufen mit einem Kursziel, das gut 20% über dem aktuellen Kurs liegt. Nett ist dann noch die Dividende, die bei gut 2% liegt. Klar, die Aktie hat schon so einiges eingepreist, aber mit einem erwarteten KGV von gut 22 ist sie nicht maßlos überteuert. Hinzu kommt, dass wir einen Kurs haben, der aktuell auf dem Niveau von Anfang 2020 liegt. Also das Unternehmen gefällt mir so gut, dass ich 8 Punkte vergeben kann. Ich packe das Unternehmen erst einmal auf die Watchlist, denn die momentan laufende Konsolidierung kann noch etwas weitergehen. Ein guter Unterstützungsbereich liegt beim Juni-Tief bei gut 99 Euro. Das wäre ein Bereich, wo ich einen ersten Fuß in das Unternehmen setzen würde. Bis dahin kann ich mir noch weitere Firmen aus der Branche in aller Ruhe anschauen. Finde ich nichts Besseres, so habe ich mit Medtronic einen erstklassigen Branchenvertreter in der Hinterhand. Außerdem brauche ich ja sowieso mehrere Unternehmen aus der Branche, um den Bereich zu füllen. Also, ich muss sowieso noch weitersuchen. So, wir sind dann mit der Analyse soweit fertig und jetzt machen wir mal Trommelwirbel und schauen uns das Ergebnis auf der Auswertungsseite an. Ich glaube, mit dem Ergebnis kann man sehr zufrieden sein. Mein Tool erlaubt mir, mit 729 Euro am Anfang in das Unternehmen zu investieren. Das sind 72,9% von meinem maximalen Startbetrag. Ja, und der maximale Investbetrag ist sogar um einiges höher. Er liegt nämlich bei 82,3%. Und mein Tool erlaubt mir, mit 2.469 Euro in das Unternehmen zu investieren. Also mit dem Ergebnis kann man wirklich sehr zufrieden sein. So, das war's dann für heute. Es folgt dann jetzt noch das Ranking im Anschluss. Mal sehen, auf welchem Platz die Aktie es geschafft hat. Ich verabschiede mich schon einmal und hoffe, dass die Analyse euch gefallen hat. Falls ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein wenig bekannter zu machen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja mal passieren, dann macht das auch, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ich suche dann mal die nächsten Aktien raus, die ich analysiere. Bis zum nächsten Video, euer Markus. Dann schauen wir uns noch eben das Ranking an. Mal sehen, wo das heute analysierte Unternehmen sich platzieren konnte. Nur zur Info, das Ranking wird durch die Prozentzahl des maximalen Investbetrages bestimmt. Das ist die graue Spalte rechts. Das mache ich, da beim maximalen Anfangsbetrag zu viele kurzfristige Einflussfaktoren mit einfließen, die in ein paar Monaten keine Bedeutung mehr haben. Alle Analysen zu den Firmen findet ihr natürlich auf der Kanal-Hauptseite unter Playlist oder unter diesem Video in der Beschreibung. So, wo ist denn jetzt Medtronic gelandet? Ja, lange müssen wir nicht suchen, denn das Unternehmen konnte sich ganz oben platzieren, nämlich auf Platz 6. Und das ist schon ein verdammt gutes Ergebnis. Ich scroll mal einmal runter für alle neuen Zuschauer und für alle Interessierten, damit die die komplette Liste einmal sehen. Wird jetzt auch nur ein paar Sekündchen dauern. Da sind wir schon auf dem letzten Platz. Ja, 77 ist TUI. Dann scrolle ich nochmal hoch. Ja, und ich muss sagen,
Das Ergebnis ist sehr gut. Also man muss wirklich sagen, dass durch den Peer-Group-Vergleich hier wieder ein Unternehmen in die Analyse geschickt wurde, was wirklich Qualität hat. Und man sieht ja auch ja, bei der Bewertung, Medtronic ist kein schlechtes Unternehmen. Und dann noch in einer Branche, die garantiert in der Zukunft auch noch verdammt viele Perspektiven bietet. Also ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und ich werde hier, sobald die Konsolidierung ja, ein bisschen abgeschlossen ist, höchstwahrscheinlich ein Füßchen reinsetzen. So, ich würde sagen, das reicht dann für heute. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!